Jahren bin ich aufgeregt, endlich Weltreisen. Wir haben unsere Situation, wie wir unsere Weltreise starten, im letzten Jahr sehr, sehr oft vorgestellt. Und natürlich immer mit vielen Emotionen und alles natürlich durchorganisiert, ohne Zeitstress. Naja, manchmal ist es dann doch ein bisschen anders, wie man sich das immer alles so geplant hat. Oder wie man sich das vielleicht auch vorstellt und wünscht. Wir sind Raimund und Sophie. 2024 haben wir den Job gekündigt, Sachen gepackt und sind los. Wir sind auf Weltreise seit ein paar Tagen. Und haben seitdem ein Land bereist. Also folge unserer Reiseenergie, denn Reisen endet nie. Heute sind ein paar Sachen dazwischen gekommen, beziehungsweise ein paar unglückliche Schicksale. Mein Dad musste leider heute Mittag schon los, weshalb wir uns schon heute Mittag von ihm verabschieden mussten. Dann war es so, dass meine Nichte gestürzt ist, weshalb mein Bruder und meine Schwägerin ins Krankenhaus mussten. Das heißt, von denen konnten wir uns gar nicht persönlich verabschieden. Und wirklich ein, zwei Stunden, bevor wir zum Bus mussten, also ja. Kurz davor. Und meine Mom hat uns dann, obwohl sie eigentlich nicht unbedingt musste und wollte uns unbedingt dann fahren, was ich gar nicht so gut fand, weil sie nicht mehr so häufig Auto fährt. Und als sie uns dann rausgelassen hat, stand sie im Halteverbot. Und ein Taxifahrer hat dann die ganze Zeit gedrängelt, sodass wir uns ganz schnell von ihr verabschieden mussten, was irgendwie auch schade war. Und ja, irgendwie alles dann nicht. Dann kamen wir ganz gestresst an diesem Bus an. Genau. Und total ist okay, geht es allen gut? Funktioniert hier alles? Dann war halt viel Sorge auch da. Ist alles gut gelaufen. Also. Aber dieses Feeling, dass wir uns total auf die Reise gerade konzentrieren können, kam noch gar nicht sofort auf, sondern es war irgendwie einfach totaler Alltagsgemüchse. Ja, genau. Es hat einfach kurz gebraucht. Jetzt sind wir im Bus. Jetzt gehen nach Barcelona. Wie fühlt sich's an? Jetzt. Also langsam wird es immer echter, für mich zumindest. Aber ich habe jetzt noch nicht so das Gefühl, so, dass wir jetzt wirklich auf Weltreise gehen, denn es fühlt sich gerade so noch so wie so ein Roadtrip. Also wie so wir gehen halt mal ein bisschen weg und kommen dann wieder. So. Vielleicht auch, weil es halt, ich sag mal in Anführungszeichen, nur Spanien ist. Das ist halt noch nicht ganz so weit weg. Ja. Deshalb fühlt sich vielleicht noch nicht ganz so real an. Keine Ahnung. Vielleicht wird es aber auch noch kommen. Ich fühle mich etwas zerstört. Die Nacht war lang, der Bus war sehr voll, es war dementsprechend sehr unbequem, aber vor allem war es super kalt. Ich habe ganz vergessen, wie die immer übertreiben mit den Klimaanlagen und normalerweise habe ich meinen Pullover auch immer oben extra mit drin. Hatte ich nicht und es war wirklich, wirklich kalt. Die Männer haben schon ihre Jacken rausgeholt, aber egal, jetzt sind wir bald da und dann sind wir endlich den ersten Schritt weiter. So, wir haben es geschafft, die lange Busfahrt ist vorbei, endlich mal Sonnenlicht. Oh, es ist so angenehm, hier draußen zu sein. Die Busfahrt war so kalt und jetzt einfach ein bisschen Wärme auf der Haut zu spüren, ist echt klasse. Der erste Schritt ist geschafft, wir sind in Barcelona angekommen, aktuell noch am Busbahnhof. Und der erste Schritt war jetzt irgendwie, wie sollen wir sagen, also wir haben den ersten Schritt auf unsere Weltreise gemacht. Aber irgendwie fühlt es sich im Moment noch nicht so an. Es fühlt sich das so total normal an. Man muss sich einfach ins Bewusstsein rufen, dass es einfach der Schritt ist. Jetzt sind wir in einem anderen Land und das bedeutet, wir kommen über ein Jahr nicht mehr nach Deutschland zurück. Aber das ist über einem Jahr, wir jetzt wechseln, ich fühle es noch gar nicht. Ja, irgendwie noch gar nicht so präsent. Wahrscheinlich wird es mit der Zeit erst noch kommen. Vielleicht müsste es echt ein bisschen daran liegen, dass wir jetzt im europäischen Ausland sind. Vielleicht wäre es ein Unterschied, wenn wir doch einen großen Flug gemacht hätten und vielleicht wo ganz anders gelernt werden, weiß ich nicht. Das kann schon sein. Kann schon sein. Der erste Tag, bevor man ins Hotel einchecken kann, ist immer hart. Ich glaube, die meisten kennen das. Wir haben jetzt schon unsere großen Backpacks abgegeben im Hotel und laufen jetzt ein bisschen hier rum und es ist super warm. Und irgendwie kommen wir auch nicht so richtig in Stimmung. Einfach heiß. Ja, es ist müde einfach und gestresst. Mega heiß. Wir können halt auch nicht so richtig gut pennen im Bus. Und ganz ehrlich, eigentlich will ich gerade nur eine Dusche haben.
Ja, jetzt müssen wir ein bisschen die Zeit überbrücken, bis wir ins Hotel können. Wir haben jetzt schon gegessen, das hat gut getan. Also wir hatten, wir hatten noch ein bisschen was von zu Hause dabei. Ja. Lecker selbstgebackene Sachen von Mama. Genau. Und ich glaube, man sieht, wie stark die Sonne scheint. Es ist halt wirklich sehr, sehr heiß. Gerade wir haben auch die pralle Mittagssonne. Jetzt laufen wir noch ein bisschen ans Meer und dann gucken wir weiter. Also ich muss schon sagen, jetzt hier so im Hafen zu entspannen, beziehungsweise hier mal kurz zu sitzen, einfach ein bisschen die Meeresbrise zu haben, das tut gerade schon echt gut. Da kommen wir auch ein bisschen runter. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir einfach jetzt, bis wir einchecken können, das so akzeptieren, dass es halt einfach gerade im Moment extrem anstrengend ist. Und vielleicht ist auch gar kein Feeling noch aufkommt. Ich glaube, dass wir müssen einfach warten, bis wir einmal richtig einchecken konnten, vielleicht eine Dusche. Und wenn wir dann heute Nachmittag wieder los können, wird das Ganze sicherlich auch anders aussehen. So, nach einer Erholungspause hier im Hotel, also einer ordentlichen Dusche, ein kurzes Powernapping, sind wir jetzt wieder fit, startklar. So halbwegs zumindest. Also ich muss sagen, die Klimaanlage vom Bus heute Nacht, ich bin da auch sehr empfindlich, hat mich etwas, ja, fertig gemacht, für mich etwas angeschlagen, aber egal. Um uns nicht unterzukriegen, wir haben jetzt hier ein richtig, richtig schönes Hotel. Ja, das hat mir meine Family zum Geburtstag geschenkt. Wir hatten nämlich eigentlich nichts gefunden in Barcelona. Wir hatten da echt Schwierigkeiten, es ist so Wir haben es über Couchsurfing probiert, Be Welcome. Wir wollten eigentlich irgendwie Also wir wollten mal diese so Erfahrung testen, so mit Couchsurfing. Und haben gedacht, hier Spanien eignet sich eigentlich super. So hieß es auch. Aber weil wir neu sind, ist es scheinbar richtig schwierig. Vielleicht auch, weil es auch auf Fans sind, ist natürlich auch nicht der beste Moment. Ja, es ist halt hier gerade absolute Saison in Spanien. Genau, aber leider sind auch echt alle Hotels super, super teuer. Echt, gehen echt schon sehr an unser Tagesbudget ran. Und dann eben hatte Ramos an mir die süße Idee, zum Geburtstag das perfekte Travel-Geschenk eigentlich zu machen. Ein richtig schönes Hotel. Ja, wir hatten halt gefragt, ob die jemanden kennen, der vielleicht in Barcelona wohnt oder Leute in Barcelona hat. Und ich glaube, so sind sie auf die Idee gekommen, weil das war tatsächlich die einzige Unterkunft, die wir bis kurz vor knapp noch nicht hatten, die hier in Barcelona. Und dann haben sie jetzt hier so eine richtig schöne Unterkunft für eine Nacht. Wir sind eigentlich nämlich nicht die Vorbucher, aber hier in Spanien haben wir jetzt alle Unterkünfte vorgebucht, weil einfach teuer und Sommerferien und das ist nicht so praktisch. Und es ist halt einfach auch ein bisschen günstiger. Jetzt gerade nochmal auf die Dachterrasse hoch vom Hotel. Sehr, sehr schön. Und so langsam kommt das Feeling an. So, draußen ist jetzt wieder schönes Wetter. Wir haben uns erstmal unser Abendessen beim Supermarkt geholt, weil Spanien ist einfach teuer. Aber einfach geil. Baguettes, Serrano-Schinken, ein Salat. Alles, was man braucht. Und wir sind gerade zufrieden und kommen endlich an. Ich weiß nicht warum, mein Schatz, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dadurch, dass wir schon so ein Jahr lang auf die Weltreise vorbereitet haben, sind wir gerade einfach so ultra so, ja, machen wir es halt so, machen wir das halt so. Also alles stimmt. So im totalen Mode, so, ja, also wir wissen schon, in Spanien dürfen wir nicht viel Geld ausgeben, also gehen wir halt zum Supermarkt. Wir müssen die T-Shirts mehrere Tage anziehen, sonst müssen wir zu oft waschen. Okay, so, ich weiß nicht. Aber was liegt da sonst? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist einfach auch echt die Tatsache, weil wir wissen, dass halt noch so viel kommt. Wir müssen jetzt nicht irgendwie voll viele Ereignisse in 2 Wochen komprimieren oder in 4 Wochen oder so. Sondern wir wissen, da wird noch ganz viel kommen. Das stimmt. Und ich glaube, das ist es einfach, dass wir einfach nicht diesen Druck gerade verspüren. Und in anderen Ländern haben wir natürlich dann trotzdem, also das ganz andere kulturelle Länder, da müssen wir viel mehr auf Dinge achten und gucken, aber hier ist halt irgendwie so, ja, ist halt Europa, ist entspannt, ist eigentlich ein schöner Urlaub. So. Wir haben es in einem der Stadtparks Barcelonas geschafft. Es ist ganz schön hier. Wir schlendern hier noch ein bisschen durch. Die Sonne geht auch so langsam unter. Wir werden uns jetzt auch so langsam Richtung Hotel zurückmachen, weil wir würden gerne noch den Tag ein bisschen Revue passieren lassen. Und wir sind einfach auch platt. Wir sind auch platt, ja. Einfach so. Und wir haben ja eine schöne Dachterrasse bei uns im Hotel. Die möchten wir noch auskosten mit einem Getränk,
einfach noch ein bisschen das Stadtbild auf uns wirken lassen und dann vielleicht auch noch ein bisschen so über den Tag nachdenken. Ein ereignisreicher Tag geht zu Ende. Der erste Tag auf unserer Weltreise neigt sich den letzten Stunden zu. Wir sind jetzt auf der Dachterrasse von unserem Hotel, genießen noch einen letzten Drink, lassen den Abend noch Revue passieren und es ist schwer, Worte zu finden für den heutigen Tag. Ich glaube, ihr habt es auch so ein bisschen gemerkt, wenn ihr das Video jetzt geschaut habt, dass wir so ein bisschen Struggle hatten, so unsere Gefühle zu beschreiben, beziehungsweise das wirklich so wirklich auszudrücken, weil irgendwie hatten wir auch so ein bisschen das Gefühl, dass da gar nicht so viel da war. Also vielleicht darf man auch immer nicht die Erwartung haben, dass auch in so einem besonderen Moment wie der erste Tag einer Weltreise sich immer alles besonders anfühlt. Und wahrscheinlich umso mehr man das erwartet, umso weniger ist es wahrscheinlich so. Trotzdem ist dieser Tag nicht weniger besonders für uns. Nur, dass wir vielleicht einfach ein paar Tage brauchen, um ins Feeling reinzukommen. Und also ich freue mich trotzdem auch sehr auf die nächsten Tage. Auf jeden Fall. Und ja, ich einfach... Was soll ich sagen? Das ist schwierig zu beschreiben. Mich entmutigen lassen, wenn nicht immer alles perfekt ist. Und das zeigt aber auch, dass halt nicht immer alles so krass läuft, wie man es sich vorstellt. Und dass es einfach auch nur ein ganz normaler Tag eigentlich ist. Das war unser erster Tag auf Weltreise, aber natürlich geht es für uns weiter. Wenn du wissen willst, wie unsere Weltreise verläuft, drück den Abo-Button, aktivier die Glocke und wir sehen uns dann im nächsten Video. Endlich im Bus. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind Ihre Fahrer bis zu Ihrem Ziel. Es ist verboten, Nüsse, Kartoffelchips oder Alkohol zu trinken. Wir haben jetzt was gegessen. Sicherlich noch einige tolle Wochen hier in Barcelona haben. Und anschließend... In Spanien. Auch keine Wochen. Das passt dir denn jetzt schon wieder nicht. Thank you.